Da ist nichts. Da kommt das Feuer. Oh, das Geld. Nice. Falls nötig, nehmt ihr den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Schraubenzieher. Ist hier sonst noch was? Munition. Und sonst war es das wohl. Dann wieder zurück zu Elena, bevor das Feuer zu schlimm wird. Aber das wird Mist, wohl schon. das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Und durch. Und Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Na los. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Schwierig, wenn er auch nach oben zieht. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Er hat mich erkannt. Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ja, schon scheiße. Ich versteh's nicht. Hier ist auch sonst nichts mehr. Dann wieder raus. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los! Fuck! Was, das muss doch mit der Hand gerade wehgetan haben. Praktisch sah es aus, als wenn die rausgebrochen ist. Das schöne Haus.
Dämonenfragment. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich. Bewegen, da unten steht's. Das kennen wir ja noch aus Resi 4. Schön alles sortieren im Inventar. So. Was? Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war? Was war das? Na, Mutter Miranda, hast du das nicht gehört, Ethan? Und jetzt ist sie auf einmal verschwunden. Sie ist weg. Und da vorne ist wieder diese alte Frau. Vorher gucke ich jetzt nochmal in Ruhe, ob hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Aber scheint nicht so. Okay. Gut, gucken wir mal, was die Alte da macht. Soweit sind wir ja in der Demo nicht gekommen. Ja. Der Tod findet sie alle. Die hat gute Laune. Warum kann ich nicht auf die zielen? Oder generell gerade nicht. Ach. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht mit dem Schraubenzieher, aber den scheinen wir jetzt nicht mehr zu haben. So, Jungfernfragment. So. Und da geht die Türe auf. Nur Blut und Tod. Na dann. Okay. Mit dem Brunnengeschichte, wir kommen doch definitiv nochmal zurück, oder? Mit Dietrich haben wir ja jetzt nicht. Hallo, Vögel. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Und habe Angst. Na gut, bis jetzt noch nicht so wirklich. Solange wir nicht im Keller rauskommen jetzt. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, ich komme hier nicht weiter. Ansonsten, dann muss ich das wohl machen. Okay. Sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen.
Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst ihn schließlich in dem Haus zu mir holen. Ich verspreche euch, dass meine Mächte... Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiere ja, ich... Ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's! Nein, stopp! 10, 9, 8, 7, 6. Ich mag das nicht. Achso, es ist noch nicht zu Ende. Okay. Ich finde das scheiße. Verfluchter Mist! Ich finde das scheiße. Das gefällt mir nicht, dieses Spiel. Heisenberg, du bist ein Arschloch. Was glaubst du, was ich hier gerade tue, du Sackgesicht? Lauf, Ethan! Weiter so, Ethan! Oh, fuck. Heslon ist da. Oh, fuck. Hui! Erinnert mich an Deadpool. Au. Du lebst noch? Das war nicht wirklich... Oh nein! Oh nein, 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 nein. Oh, das ist ja scheiße. Was soll der Kack? Ethan, lass mich machen, da ich hab schon entdeckt. Shit! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Scheiße. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Geht doch nicht über frisches Fassleisch. Das war knapp. Das war pures Glück. Ich hab das erst im letzten Moment gesehen. Haben die vielleicht Rose? Ich habe das erst im letzten Moment gesehen, dass das da ist. Alter.
Danke für die Pistolenmunition. Das war ja scheiße. Der Heisenberg ist ein Arschloch. Ich hasse diese Puppe. Ich finde die jetzt schon schrecklich. Aber ich muss sagen, die Auseinandersetzung mit Dimitrescu fand ich lustig. Wäre noch größer und irgendwann passt vielleicht ein Ego rein. Alles klar. Oh, mein Herz. Schön, dass ihr noch alles habt. Ich habe gerade echt gedacht, das wär's mit uns. Ich habe hier so ein bisschen Evil Within Feelings mit den ganzen Fallen. Oh, hier sind wir wieder. Okay, und wo sind wir jetzt? Okay, beim Schloss dort. Stille Domina. Monolithische Kirche. Okay, da waren wir zuletzt. Muss ich da nochmal zurück? Nur so Neugierde halber. Achso, nein, das ist einfach nur. Deswegen ist das da nicht auf der Karte drauf. Okay. Lieber einmal zu viel umgucken als einmal zu wenig. Das war gerade echt pures Glück. Ein grünes Kraut. Hallo. Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, das sind lebendige oder ehemals lebendige Vogelscheuchen. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Ich möchte Merchant wieder haben. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Der wirkt auch sehr interessant, aber... Ja, okay. Mal sehen. Was ist das? Stecher. Spezialzubehör für eine Flinte. Erhöht die Feuerrate. Mhm. Herstellung der Minen. Zusatzkoffer. K-
kann ich mir auf jeden Fall noch nicht leisten. Da ist Heilung, da ist Munition. Offen Zubehör. Werkstatt. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Wenn du das sagst. Das kostet 6.000, das kostet 3.000. Also das kann ich mir alles nicht leisten. Wundert mich aber auch nicht. Bis nächstes Mal. Bis dann.